So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Gestern gab es mal kein Video, ich habe mir mal einen Tag Pause genommen, da auch die Weekend League am Start war und ich es sonst zeitlich nicht geschafft hätte. Es lief ja gestern noch Fußball, noch schön Fußball gegönnt und ja, ansonsten hätte ich keine Zeit mehr gehabt. Heute gibt es mal wieder ein Video, heute erkläre ich euch, wie die Flipping-Methode funktioniert, weil es einfach oft in den Kommentaren gestellt wird. Ganz kurz noch meine Anforderung an euch, wenn ihr irgendwelche Trading-Fragen habt, allgemeine Trading-Fragen, einfach mal in die Kommentare schon mal so eine Art Trading-FAQ machen und ja, das wird dann als nächstes kommen, wahrscheinlich morgen. Deswegen lasst mir einfach hier Trading-Fragen in die Kommentare da, dann kann ich die im nächsten Video einfach beantworten, so wie ein FAQ, aber dass es halt um FIFA geht, um Trading, FIFA, um den Markt allgemein. Ihr könnt mir genug Fragen stellen, alles was euch einfällt. Und ja, jetzt sehen wir erstmal hier auf dem Road to Million-Account, hier habe ich euch jetzt zwei SBCs vorbereitet. Wir machen in jedem Video, wie ich euch schon gesagt habe, immer zwei SBCs, solange wir es noch können. Hier haben wir einmal die AC Mailand SBC, glaube ich, habe ich fertig gemacht, oder? Ja, hier. Hat mich 9.000 gekostet, kriegen wir ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Umgerechnet ein 30.000-Pack, wenn es im Shop wäre. Und dann habe ich noch eine Dortmund-SBC gemacht. Ich hatte davor 40.000, also habe ich insgesamt 18.000 bezahlt. Und die zwei Packs werden wir jetzt kurz ziehen. Und dann werde ich euch erklären, was ich jetzt vorhab in den nächsten Tagen auf diesen Account. Da einfach investieren gerade sehr, sehr schwierig ist. Wir haben zweimal ein seltenes Elektrum-Pack. Hier gibt es auch gerade im Shop 30.000 Coins. Und ja, wir starten rein ins erste Pack. Und die Sache ist einfach, zurzeit ist investieren sehr, sehr schwer. Es kam ja die TDW SBC und die 83er sind ja nicht wirklich gestiegen. Die sind gerade bei 1,7, 1,8, 1,6. Beispiel die TDW Untrade SBC kann man sich gerade für 13.000 mitnehmen. Ich werde sie auf jeden Fall so ja, 5 bis 8 Mal machen, habe ich mir so vorgenommen. Da werde ich sie aufbewahren für das nächste TDW oder für die nächsten TDWs besser gesagt. Und da kommen wir schon ins letzte Pack. Komm schon EA, vielleicht mal unser ersten Walkout auf diesen Account. Leider nicht. Aber macht ja nichts, ist ja egal. Ja, okay. Auch keine Wand. Sehr, sehr gutes Packlack auf diesem Account natürlich. Immer noch kein Walkout gezogen auf diesem Account. 81er Mädel. Diese Spieler werde ich jetzt alle so reinstellen. So für 850. Vielleicht gehen sie ja weg wegen der SPC, die heute noch bis 19 Uhr drin bleibt. Und ich muss euch leider sagen, ich habe euch ja gesagt, ich werde jede paar Stunden probieren, immer, auch wenn ich gerade nicht am Aufnehmen bin, in diesen Account reinzugehen und die überteuerte Spieler wieder reinzustellen. Ich habe es vergessen, ich habe gar keinen einzigen neu reingestellt. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall dran halten. Und jetzt werde ich angerufen. Robby? Ja. Oh mein Gott. Was ist los? Oh mein Gott, guck mal. Oh nein! Was? der kostet über... Kaffee, Junge. Junge, über 3 Millionen, weißt du, ne? Was? 3,6 oder so. Ich wollte mir den holen, 3,6. Okay Leute, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt kurz einen Cut reingehauen. Ein Freund hat mich angerufen, Eusebio Baby gezogen, Alter, Grüße gehen raus, 3,8 Millionen. Das schmeckt lecker, da würde ich auch nicht nein zu sagen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wir haben beide Packs keine Wand gezogen, aber ist ja auch egal, es ist sowieso nur ein Road to Millionaire kommt mit Only Trading. Und ja, meine Sache, was ich jetzt machen werde, ich werde nur überteuert verkaufen, ihr seht hier noch ein paar Verkäufe, ich gehe sie jetzt ganz schnell durch. Hier ein paar Verkäufe, die meisten hier, Gil und so, habe ich für 700 Münzen geholt. Einfach ein bisschen teurer rein, das war ja die Methode, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ein Seri habe ich für 700 Münzen Gold, für 1,2 weggegangen. Ein Robertson habe ich für 800 Gold, 1,3 weggegangen. Und das sind einfache Münzen gewinnen. Wenn der Masse macht das viel aus, hier eine Teamfitnesskarte für 1,1 weggegangen. Das löschen wir alles. Und hier haben wir jetzt noch alle Spieler, die überteuert drauf sind. Einfach eine kleine Liste euch machen, Leute. Das habe ich euch schon beim letzten Mal erklärt, wie es geht. Und einfach Spieler überteuert reinstellen, ihr seht ihr. Borja Valero würde wahrscheinlich für 800 Münzen weggehen. Ja, 700, 800 Münzen. Stellen wir so rein, überteuert einfach ein paar hundert Münzen mehr. Hier einen Wilson kann man für 950 reinstellen, würde man locker für 700 Münzen bekommen. Ein Defo für 850, einfach so ein bisschen überteuert reinstellen. Und ja, sowas, ich will das jetzt so lange machen, bis ich ungefähr 100.000 habe. Ich werde, wenn ich jetzt alles verkaufen würde von den ganzen 5 Goldspielerseiten, hätte ich 75.000. Also noch ein bisschen, Leute, und dann werden wir auch mit richtigem Trading anfangen. Bald werden wir auch anfangen zu investieren zur Richtung Totti-Zeit. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Ich wollte das eh nicht zu lange ziehen. Wir gehen jetzt auf den Main-Account und ich erkläre euch die Flipping-Methode. Ich werde die Flipping-Methode mal kurz so zusammenfassen. Am Ende ist es jetzt keine große, komplizierte Trading-Methode. Flipping kann man schon ungefähr am Wort herausnehmen, was diese Methode darstellen soll. Einfach, die Preise verändern sich innerhalb ein paar Stunden. Zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel eine Liste gemacht. Ich gehe jetzt mal aus, wie ich es gemacht habe. Am Handy, auf mein Memo-Dings, da wo man reinschreiben kann. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Habe ich mir eine Liste gemacht mit 10 bis 15 Spielern. Und ich nehme meistens die Champions League Varianten, weil ja sie einfach am meisten sich verändern. Ich würde es euch auch mit den Champions League Karten Varianten ans Herz legen. Dann gehen wir beispielsweise jetzt bei Fabinho 128.000, dann schreibt ihr jetzt euch auf, Sonntag 128.000. Aber ich kann euch sagen, Sonntag ist die schlechteste Methode, um
Flipping-Einkäufe zu machen, weil jeder Spieler verkauft, weil er mit seiner Weekend League fertig ist. Die besten Flipping-Zeiten zum Kaufen sind vom Montag bis Mittwoch und zum Verkaufen Freitag bis Samstag. Und der Sonntag ist dann so eher Ruhetag, wo man noch ein paar Sachen verkaufen kann und so. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. So läuft das ganze Spiel dann ab. Ich werde beispielsweise morgen Montag meine ganzen Flipping-Einkäufe so machen und dann zu Donnerstag verkaufen. Zum Beispiel sagen wir, Alexandro hat ein Tor gemacht. Wer würde dann steigen? Zum Beispiel ein Chiellini als Champions League Karte Variante, ich weiß jetzt nicht, wie viel er kostet, also 190 ungefähr, ja so. Und er würde dann, wenn jetzt Alexandro ein Tor macht, zum Beispiel nur ein Beispiel, ich weiß, dass er jetzt zum Beispiel diese Woche ein Inform hat, sagen wir, Alexandro macht ein Tor, man weiß, okay, er kommt ins TDW, weil als Linksverteidiger hat er ein Tor gemacht, dann würde zu Donnerstag, würden dann viele Alexandro linken mit zum Beispiel einer Chiellini Champions League Karte, er würde dann locker auf über 200.000 gehen, oder ein Bonucci, hier, ich gehe jetzt einfach mal so, ich weiß, dass er viel billiger ist, ein Bonucci würde auch 20-30k steigen oder ein Benatia würde steigen hier. Ihr müsst einfach mal dann noch ein bisschen die Footbin-Preisspanne ja euch im Auge betrachten. Weil ich spiele über Nacht, heute Nacht war Chiellini auf, ich sehe es gerade bei Footbin, von 4 Uhr bis 8 Uhr war er 210k wert. Und jetzt gerade kostet Chiellini, wie viel haben wir gerade gesagt? 189 oder so? 188 und er war über 210k wert. Das waren 40k teurer über Nacht. Das ist das Wichtigste beim Flippin, dass ihr ja immer... Ja, am Tag einkauft, am besten zwischen 19 bis 21 Uhr einzukaufen, da ist die billigste Phase. Ich weiß, man kann da diese Champions League Karten nicht drin ziehen, aber sie droppen auch so immer um die Zeit, sind die mit am billigsten. Auch 16, 17 Uhr ist immer die billigste Zeit. Und dann am Abend über der Nacht stellt ihr die rein. Beispiel geht jetzt, sagen wir, ihr habt am nächsten Tag Schule, geht schlafen, 11 Uhr, stellt ihn dann um 11 Uhr rein. Ihn jetzt für 32 Gold, stellt ihr ihn für 42k rein, 10k teurer und das für 12 Stunden dann, dass der halt über die ganze Nacht drin ist. Über Nacht ändern sich einfach die Preise, also es sind einfach viel, viel weniger Spieler am Spielen und dadurch werden alle Spieler immer über Nacht teurer. Und ja, so ungefähr funktioniert die Flipping-Methode. Ich glaube, ihr habt das verstanden, Leute. Über Nacht verkaufen, über Tag kaufen. So funktioniert die Flipping-Methode. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bei Fragen einfach in die Kommentare, ich werde jeden Kommentar beantworten. Einfach reinstellen, egal wie dumm ihr euch vorkommt mit der Frage oder wie blöd ihr euch vorkommt. Einfach reinstellen, Leute. Ich habe es euch jetzt ungefähr erklärt. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, wie ich finde, aber umzusetzen ist sehr, sehr leicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Bis morgen und ciao.